Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 8. Wir wechseln jetzt einmal das Ministerium, kommen zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag 2021-20-3989. Ich darf zur Einbringung des Gesetzentwurfs Herrn Staatssekretär Dr. Heck das Wort erteilen. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist ein anderes Ressort, aber es bleibt ein Thema, das wirtschaftlich erhebliche Relevanz hat, nicht nur im Bundesland Hessen, sondern in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Sie wissen, dass der erste Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahre 2008 stammt, ein Bereich, in dem die Länder originär zuständig sind, aber sich aus guten Gründen darauf verständigt haben, eine gemeinsame Regelung zu treffen. Die wurde immer wieder erneuert in einem schwierigen Abwägungsprozess zwischen wirtschaftlicher Freiheit auf der einen Seite und der erkennbar notwendigen staatlichen Regulierung auf der anderen Seite. Nach sehr langen, intensiven und teilweise auch sehr harten Verhandlungen haben sich die Bundesländer schließlich auf den nunmehr vorliegenden Glücksspielstaatsvertrag 2021 verständigt. Wir sind dankbar und froh, dass dieser Staatsvertrag alle Anforderungen erfüllt, die wir als Hessen an dieses Reformwerk gestellt haben. Das ist ein großer politischer Erfolg dafür, und es ist auch eine Bestätigung dafür, dass sich das permanente und hartnäckige Werben dieser Landesregierung um eine kohärente und den Spielerschutz in den Mittelpunkt stellende glücksspielrechtliche Gesamtregelung am Ende gelohnt hat. Diesem Staatsvertrag gilt es nun zuzustimmen, damit er nach der Ratifizierung aller Landesparlamente am 1. Juli 2021 in Kraft treten kann. Lassen Sie mich kurz noch einmal etwas zur Entstehungsgeschichte und den wichtigsten Punkten hier berichten. Mit dem dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag, der am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, wurde bereits der Weg freigemacht für ein Sportwettenerlaubnisverfahren, das sich nunmehr an qualitativen Kriterien ausrichtet und bei dem jeder, der die Mindestvoraussetzungen erfüllt, auch eine Erlaubnis erhält. Damit war ein erster und sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Das für die bundesweite Sportwettenerlaubniserteilung zuständige Regierungspräsidium in Darmstadt hat Anfang dieses Jahres das Erlaubnisverfahren gestartet und die Sportwettenerlaubnisse europaweit ausgeschrieben. 57 Sportwettenanbieter haben sich beworben, und seit dem 9. Oktober sind inzwischen 18 Sportwettenerlaubnisse erteilt worden. Damit sind über 88% des gesamten Marktes einer Regulierung zugeführt worden. Das ist ein großer Erfolg, auf den Hessen seit vielen Jahren hingearbeitet hat, und in diesem schwierigen Umfeld ein fast schon historischer Moment. Der Staatsvertrag 2021 bringt nunmehr die lange überfällige grundlegende Reform des Glücksspielrechts mit sich und wird dazu beitragen, den Spieler- und Jugendschutz künftig noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Hessische Landtag ja bereits im Jahr 2015 Leitlinien für eine zeitgemäße Glücksspielregulierung beschlossen und damit eine gute Grundlage gelegt für die Verhandlungen, die nunmehr zu diesem Vertrag geführt haben. Alle wesentlichen hessischen Forderungen sind in diesem Vertrag aufgenommen. An oberster Stelle steht, ich sagte es bereits, ein angemessener Spieler- und Jugendschutz. Es ist eine der ganz großen Errungenschaften dieses Vertrages, dass nunmehr vorgesehene Anbieter- und spielformübergreifende Spielersperrsystem zu etablieren. Endlich werden nicht nur die hessischen Spielhallen an dieses System angeschlossen, sondern dies erfolgt nunmehr auch bundesweit. Unsere Erfolge in Sachen Spielerschutz seit 2014 sind nunmehr auch in alle anderen Länder durchgedrungen. Auch unsere Idee eines sogenannten Panikknopfes wurde aufgegriffen, der es den Spielern ermöglicht, eine kurzzeitige Sperre von 24 Stunden zu veranlassen. Daneben wurde das von Hessen geforderte automatisierte System zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spielern für Veranstalter von Online-Spielen als verpflichtende Vorgabe eingeführt. Das bisherige Online-Einsatzlimit von 1.000 € wurde sinnvollerweise durch ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit ersetzt. Zu den zentralen hessischen Forderungen gehörte 2015 auch, wie Sie wissen, die Legalisierung von Online-Casino-Spielen in Form von virtuellen Automatenspielen, die dazu führen sollen, dass der entstandene Schwarzmarkt in einen regulierten legalen Markt und einem überwachten Angebot an Online-Spielen zu überführen.
Für die klassischen Online-Casino-Spiele sieht der neue Staatsvertrag vor, dass die Länder diese entweder selbst veranstalten oder so viele Konzessionen erteilen können, wie es stationäre Spielbanken in den Ländern gibt. Ich darf Ihnen bereits heute mitteilen, dass wir beabsichtigen, als Hessische Landesregierung von dieser Öffnungsklausel auch Gebrauch zu machen. Im Bereich der Sportwetten hat sich Hessen besonders dafür eingesetzt, ein Wettangebot zu ermöglichen, welches das Spielen im legalen Markt noch attraktiver macht, sodass dieses Angebot auch entsprechend von den Spielern angenommen wird und damit dem Ziel der Kanalisierung gerecht wird. Insbesondere sollte das Verbot von Live-Ereigniswetten aufgehoben werden. Insoweit sieht der neue Staatsvertrag nunmehr eine Regelung vor, die Live-Ereigniswetten jedenfalls in einem gewissen Umfang ermöglicht. Ein wichtiges Novum in dem neuen Staatsvertrag ist die Einrichtung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt als zentrale Erlaubnis-, Überwachungs- und Untersagungsbehörde. Der Einfluss Hessens wird durch den Verwaltungsrat gewahrt. Die Aufsicht über die Landeslotteriegesellschaften und den Spielbanken bleiben auch weiterhin den Ländern in vollem Umfang erhalten. Mit dem neuen Staatsvertrag ist es damit endlich gelungen, die wichtigsten Regularien zu bündeln. Um einen optimalen Spieler- und Jugendschutz zu gewährleisten, eine wirksame Suchtbekämpfung auf den Weg zu bringen und das erstrebte Ziel einer Kanalisierung zu erreichen, dem Schwarzmarkt entgegenzuwirken und einen effektiven Vollzug zu ermöglichen. Wir möchten Sie bitten, diesem Gesetz zuzustimmen, damit der Glücksspielstaatsvertrag 2021 in Gesetzeskraft erwachsen kann und mit Leben gefüllt werden kann. Mit diesem Staatsvertrag passen die Länder die Regulierung endlich den Lebensrealitäten der Spielerinnen und Spieler an. Der Wandel des Glücksspielmarktes, welcher durch das Internet herbeigeführt wurde, wird endlich durch die Länder akzeptiert und auch entsprechend reguliert. Ja, wir in Hessen wären hierfür schon vor 10 Jahren bereit gewesen. Aber unser beharrlicher Kampf für eine moderne Glücksspielregulierung hat sich ausgezahlt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Ich darf die Aussprache dazu eröffnen. Erster Redner ist der Kollege Alexander Bauer für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon eine glückliche Fügung der Tagesordnung, nach der Einbringung des Schornsteinfeger-Zuständigkeitsgesetzes jetzt über Glücksspiel zu sprechen. Aber in der Tat hat der Kollege Staatssekretär Dr. Heck ja die Vorzüge der jetzt vorliegenden Regelung bereits ausführlich dargestellt. Und der Glücksspielstaatsvertrag ist in der Tat eine wichtige Errungenschaft, an dem Hessen beispielgebend mitgewirkt hat. Ja, so wollen wir nicht schon, aber es ist schon eine tolle Sache, was dabei rausgekommen ist, Kollege. Ich hoffe, Sie werden es in ähnlicher Form würdigen, wie ich das jetzt mache. Denn wenn man genau hinschaut, sind ja die Leitlinien für eine zeitgemäße Glücksspielregulierung in Deutschland, wie wir sie als Hessischer Landtag bereits 2016 beschlossen haben, ja fast allesamt umgesetzt. Das heißt, die anderen Bundesländer haben sich durchaus in hartnäckigen Verhandlungen darauf eingelassen, dass wir eine Regelung finden, die wir schon seit langer Zeit propagiert haben, nämlich dass wir nicht eine Art Deckel, eine Limitierung der Konzessionen geben, sondern dass wir eine qualitätsorientierte, anbieterorientierte Zulassung machen, dass, wie gesagt, nicht der Deckel und eine entsprechende Konzessionsobergrenze gilt, sondern die Qualität und die Zuverlässigkeit der Anbieter das Kriterium ist für die Zulässigkeit, ob jemand Glücksspiele anbieten darf oder eben nicht. Und genau dem sind die anderen Bundesländer gefolgt. Und deshalb sind das durchaus bedeutende Änderungen, die wir heute hier beschließen. Und ich bin stolz und dankbar, dass wir so weit gekommen sind. Denn wenn man genau hinschaut, sind es in der Tat die Änderungen, die bereits skizziert worden sind. Wir wollen das Online-Casino-Spielen legalisieren. Das ist ein riesiger Schwarzmarkt. Wenn man weiß, welche Milliardenumsätze dort getätigt werden und welche Steuern eben nicht gezahlt werden in den Ländern, in denen gespielt wird, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese Spieler durchaus diese Spielform ermöglichen, erlauben, legalisieren, sie kanalisieren und eben auch rechtssicher machen. Und dazu ist dieser Glücksspielstaatsvertrag ein wichtiges Beispiel, denn wir werden das ähnlich regulieren, wie wir das beispielsweise auch bei unseren Casinos, also bei den terrestrischen Bereichen, durchaus so üblich machen, in 2 Spielarten, in die virtuellen Automatenspiele und Poker und in die Online-Bankhalterspiele, wie beispielsweise Roulette oder Blackjack. Ich denke, dass auch viele virtuelle Automatenspiele und Poker künftig unbegrenzt zugelassen werden können, wenn die Erlaubnisträger oder die Erlaubnisbegehrer eben das auch in dem Genehmigungsverfahren nachweisen können, dass sie die Voraussetzungen erfüllen. Und zu den Voraussetzungen zählen eben ganz besonders auch die Maßnahmen, die erläutert worden sind, zum Jugend- und Spielerschutz, meine Damen und Herren.
Es ist ganz wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir einige Bereiche auch noch landesrechtlich regeln müssen. Hier wurde angedeutet, dass wir z.B. beim Bereich des Online-Casino-Spiels eben auch die maximale Erlaubnishöchstzahl für Hessen durch entsprechende gesetzliche Grundlagen festlegen wollen. Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass bei der Sportwettenerlaubnisgesetzgebung wir die Deckelung der Sportwettenkonzession aufgehoben haben und ein Erlaubnismodell eingeführt haben. Jetzt sagt der Glücksspielstaatsvertrag, dass durchaus auch in begrenztem Umfang Live-Wetten eben erlaubt sein sollen. Die wichtigsten Dinge sind, wie gesagt, die Maßnahmen zum Spielerschutz und das spielformübergreifende Sperrsystem. Bisher war es lediglich so, dass Sportwettenanbieter, Lotterieveranstalter und Spielbanken bundesweit an der Spielersperrdatei angeschlossen waren. Das war nur ein sehr kleiner Teil der Marktteilnehmer. Und dieses sehr positive Instrument des Spielerschutzes wird jetzt nun auch bundesweit und vor allem, meine Damen und Herren, spielformübergreifend angewendet. Das ist eine wichtige Maßnahme für mehr Spielerschutz in Hessen. Ganz entscheidend, und da kann man sehen, dass Hessen vorn war, ist die Tatsache, dass auch die Spielhallen jetzt in ganz Deutschland diesem System angeschlossen werden. Denn auch dort finden sich ja zahlreiche Geldspielgeräte in den Gaststätten. Denn die werden jetzt zusätzlich an die Sperrdatei angeschlossen. Eine wahrlich wichtige, epochale Maßnahme, dass man auch in diesen Gaststätten den Spielerschutz ernst nimmt und auch nachvollziehbar machen kann. Die Glücksspielbehörde, die bisher in Hessen ansässig war, wird jetzt die Rechtsform als Anstalt öffentlichen Rechts der Länder in Sachsen-Anhalt ihre Arbeit aufnehmen. Die entsprechenden Maßnahmen sind hier geschildert in dem Glücksspielstaatsvertrag, wie das aufgeteilt wird und wer sich an den Kosten beteiligt. Darauf muss ich hier nicht näher eingehen. Der letzte Gedanke ist die Verbesserung des Jugend- und Spielerschutzes durch das zentrale Spielerschutzsystem. Diese sogenannte spielformübergreifende Limit-Datei ist in der Tat etwas sehr innovativ Neues. Denn es sorgt dafür, dass die in der zentralen Glücksspielbehörde erfassten Daten, nämlich wie viel Geld ein Spieler pro Monat sozusagen auf die Karte laden darf, limitiert und überwacht wird, ein Höchstlimit von 1.000 Euro im Monat. Weiteres Einzahlen wird nach Überschreiten dieser Grenze eben verboten. Dann wird, wie gesagt, das Spielen auch entsprechend stärker geschützt. Und diese Datei schützt eben auch, dass man in einer entsprechenden Kontrolle es unterbindet, dass Spieler bei mehreren Anbietern gleichzeitig spielen oder eben parallel spielen. Das ist eine wichtige Maßnahme für mehr Spieler- und Jugendschutz, wie wir sie in Hessen schon immer gefordert haben, meine Damen und Herren. Die Ratifizierung soll bis März 2021 erfolgen. Ich denke, wenn wir heute die Beratung aufnehmen, können wir parteiübergreifend dieses Ziel auch erreichen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Bauer. Als nächstes hat sich der Abg. Vohl für die AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Der derzeit gültige Glücksspielvertrag wird im nächsten Jahr auslaufen. Dies macht eine Anschlussregelung erforderlich, damit die Ziele, die der Staatsvertrag verfolgt, erreicht werden. Sieht man Änderungsbedarf, insbesondere um den Spielerschutz zu verbessern und den Schwarzmarkt zu kanalisieren? Lassen Sie uns die neuen Regelungen, die hierzu jetzt erarbeitet wurden, einmal genauer betrachten. Zunächst einmal möchte ich auf die beabsichtigte Legalisierung des Online-Glücksspielmarktes eingehen. Dieses war längst überfällig. Zum einen besuchen immer mehr Spieler Online-Casinos, zum anderen steht das Verbot in einem klaren Widerspruch zum EU-Recht, und es existiert somit aktuell eine Grauzone. Es handelt sich daher grundsätzlich um ein positives Bestreben, das seitens der AfD-Fraktion befürwortet wird. Gleichwohl muss ich Sie leider auf diverse schwerwiegende Mängel gerade im Hinblick auf den Spielerschutz aufmerksam machen. Der Schutz und die Sicherheit der Bürger müssen stets ein wichtiges Anliegen für uns sein. Das Verhindern von Spiel- und Wettsucht ist dabei ein nicht zu vernachlässigendes Thema. Hierzu sieht der neue Glücksspielvertrag vor, dass Spieler nicht mehr als 1.000 Euro pro Monat verspielen dürfen. Die Landesregierung hat zwar erkannt, dass eine monatliche Deckelung absolut sinnvoll ist und notwendig ist.
Jedoch scheint dieser Betrag eher willkürlich gewählt zu sein. Oder auf welcher Grundlage wurde dieses Limit festgelegt? Was ist denn die Quintessenz der veranschlagten 1.000 €? Sie suggerieren einem Spielsüchtigen und einem Spieler, dass es völlig legitim ist, Gesellschaft und gesellschaftlich akzeptiert wird, dass er monatlich bis zu 1.000 € verzocken kann und sich so mit reinem Gewissens in die Schuldenfalle manövriert. Nämlich 1.000 € pro Monat ist sehr viel Geld. Es ist klar, dass eine Deckelung erfolgen muss, um Spielsucht zu vermeiden und somit den Spielerschutz zu gewährleisten. Denn gerade das Spielen im Internet macht noch schneller abhängig als in der analogen Welt. Das Online-Glücksspiel ist wesentlich schneller getaktet, und dem Spieler bleibt somit noch weniger Zeit, nachzudenken. Des Weiteren ist eine gesellschaftliche Kontrolle hierbei nicht gegeben. Die Überwachung und Kontrolle des Limits soll durch einen engen Daten- und Informationsaustausch zwischen einer neu einzurichtenden Glücksspielbehörde und den Betreibern sowie Vermittlern gewährleistet werden. In einer sogenannten Limit-Datei werden dann personenbezogene Daten gespeichert, welche für den Spielerschutz erforderlich sind. An dieser Stelle muss jedoch dem Bürger klar gesagt werden, dass es sich hierbei durch den beabsichtigten § 9 Absatz 1 des Glücksspielstaatsvertrages zu Grundrechtseinschränkungen im Sinne des Fernmeldegeheimnisses kommt. Diese Kommunikation an unsere Bürger ist bis dato leider ausgeblieben. Aber in der Einschränkung von Grundrechten ist die Landesregierung ja mittlerweile sehr geübt, meine Damen und Herren. Eine weitere zentrale Datei soll verhindern, dass ein Spieler bei mehreren Anbietern im Internet parallel spielen kann oder gleichzeitig spielen kann. Doch wie wollen Sie das sicherstellen? Gerade in der anonymen Online-Welt scheint dieses Vorhaben aus unserer Sicht nicht oder nur sehr schwer realisierbar zu sein. Die Überwachung dieser Maßnahmen obliegt, wie schon erwähnt, der neu einzurichteten gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Das Gesetz soll im Juni 2021 in Kraft treten. Die Glücksspielbehörde wird aber frühestens im Januar 2023 ihre Arbeit aufnehmen. Jetzt erklären Sie bitte den Bürgern, wie 1,5 Jahre lang der Spielerschutz gewährleistet und dem Schwarzmarkt der Kampf angesagt wird, wenn ihr wachendes Auge blind ist. Aktuell ist Ihr Glücksspielvertrag nichts weiter als eine ungefährliche Attrappe. Und nun zum letzten Punkt meiner Rede zu kommen, möchte ich noch auf den Wettbewerb zwischen Spielhallen bzw. den Spielhallenbetreibern und den Betreibern von Online-Plattformen kommen, der durch Ihr beabsichtigtes Gesetz wesentlich befeuert wird. Sie geben den etablierten Spielhallen klare Öffnungszeiten vor, während denen das Glücksspiel gestattet ist, und wollen somit einen Beitrag zur Suchtprävention leisten. Gleichzeitig ermöglichen Sie aber, dass auf den nun legalisierten Online-Plattformen 24 Stunden durchgehend gespielt werden darf. Sie verschaffen somit den Online-Anbietern einen massiven Wettbewerbsvorteil. Und nicht nur das. Schlussendlich sorgen Sie durch Ihr Gesetz dafür, dass sich Spieler vermehrt im Internet aufhalten und dort ihr Geld ausgeben. Sie geben ihr Geld dann auf Plattformen aus, die sie bis Januar 2023 gar nicht kontrollieren können. Meine Damen und Herren, das ist keine Stärkung des Schutzes und der Sicherheit der Bürger. Wir, die AfD-Fraktion, sehen hier zwar einen Schritt in die richtige Richtung, aber es bestehen noch signifikante Mängel. Beheben Sie diese und sorgen Sie für mehr Spielerschutz und Sicherheit, dann wird Ihnen die AfD auch die Zustimmung nicht verwehren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Vohl. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Rudolph für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst einmal dem Lob, dass das alles ein großartiger Gesetzentwurf sei, Herr Staatssekretär, Kollege Bauer. Dem werden wir uns natürlich nicht anschließen, weil es auch nicht der Realität entspricht. Kollege Bellino sagt dreist auch noch doch. Das finde ich schon gewagt bei dem Thema Glücksspielstaatsvertrag, wo wir ja nun in der Tat schon mehrfach hier diskutiert haben. Und, meine Damen und Herren, der vorletzte Staatsvertrag war noch nicht trocken. Am nächsten Tag hat die hessische Landesregierung diesen Staatsvertrag, den sie vorher ratifiziert haben, noch kritisiert. Und Hessen hat bei dem Thema Liberalisierung des Glücksspielmarktes so die Backen aufgeblasen, und nichts ist dabei rumgekommen. Hessen war für die Konzessionierung verantwortlich und ist reihenweise bei Gerichten hinten runtergefallen. Das war mit Nichten und auch nicht mit Neffen eine Erfolgsstory. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hessen hat eklatant versagt, um das mal sehr deutlich an der Stelle zu sagen. Und die FDP, deren Position ist auch klar, war immer für die Liberalisierung des Marktes. Ja, der ehemalige Fraktionsvorsitzende war ja auch da aktiv unterwegs, war auch bei der einen oder anderen Veranstaltung, das habe ich ihm aber auch von diesem Pult auch schon mal erzählt, in München und Ähnliches. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, die Bundesländer haben sich dort alle nicht mit Ruhm bekleckert. Auch das habe ich von diesem Pult auch schon mal gesagt, alle. Und der Hinweis des Kollegen Frömmrich, es gibt ja auch SPD für die Landesregierung, ja, das ist korrekt. Trotzdem muss man sich nicht jeder Meinung anschließen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur weil es die eigene Truppe macht. Ich glaube schon, dass das Ziel sein muss, einen gemeinsamen Rechtsrahmen zu schaffen, um einheitliche Schutzstandards einzuführen für den Bereich des Glücksspielmarktes, was dringend notwendig ist. Da sind wir uns in der Beschreibung einig. Und entgegen der Unkenrufe, insbesondere von Seiten der FDP, haben alle Glücksspielstaatsverträge europarechtlich standgehalten, um das mal sehr deutlich in Richtung FDP zu sagen, weil da wurde nämlich genau immer das Gegenteil behauptet. Trotzdem entwickelt sich dieser Markt weiter. Und das, was jetzt vorgelegt wird, da es die 16 Bundesländer ratifiziert haben, werden die sie tragenden Regierungsmehrheiten das auch alles brav mitmachen. Davon kann man ausgehen. Also insofern wird dieser Gesetzentwurf an der Stelle dann auch nachher verabschiedet werden. Ja, das bestehende derzeitige Verbot für Online-Casino-Spiele, virtuelle Automatenspiele, Online-Poker soll aufgehoben, soll gelockert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich will etwas mal sagen, um was für Summen wir reden. Es sind zwar ältere Zahlen aus dem Jahr 2015, weil mit den neueren Zahlen ist das so eine Geschichte, um mal in die durchschnittlichen Spieleinsätze zu sagen. Bei den Lottoeinnahmen, bei den staatlichen Lotterien durchschnittlich 311 Euro im Jahr. Bei den Sportwetten 8.000 und bei den Online-Casino-Spielen waren es 44.000. Das zeigt schon die Dimension, wo auch Gefahrenpotenziale sind. Und deswegen finde ich, auf die unterschiedlichen Herausforderungen muss man auch unterschiedliche Antworten geben. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Legalisierung von Online-Casino-Spielen ist nicht unproblematisch. Wir haben einen riesigen Schwarzmarkt. Aus dem Jahre Ende 2017 Umsatz hatten wir etwa 14 Milliarden € im Glücksspielbereich. Wir wissen, dass wir eine hohe Dunkelziffer, sprich illegale Mittel haben, die dort eingesetzt werden. Die Summen schwanken zwischen 2,5 und 3 Milliarden. Und der Ansatz zu sagen, und das ist ja die Philosophie in Hessen, die bisher ja gescheitert ist, übrigens auch mit Strukturen, wir haben ein Glücksspielkollegium, da sitzen dann 16 Behördenvertreter zusammen. Auch das ist ein Anachronismus aus dem letzten Jahrhundert, um es mal freundlich zu formulieren. Kann an der Stelle auch nicht mehr die Zukunftsvision sein. Und die illegalen Mittel abzufedern, zu sagen, wir wollen das kanalisieren, um damit auch Steuereinnahmen zu akquirieren, damit nicht Online-Anbieter in Malta oder Gibraltar sich die Taschen voll machen und der deutsche Steuerzahler nicht sagen, ob das funktioniert, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben erhebliche Zweifel. Ich will auch deswegen sehr kritisch sagen, das Thema Spielersucht und Prävention kommt uns in dem Glücksspielstaatsvertrag deutlich zu kurz. Deutlich zu kurz. Ja, 1.000 Euro im Monat sind auch schon viel Geld, um das mal sehr deutlich zu formulieren. Und der Anreiz bei Online-Spielen ist nicht unproblematisch. Wenn der Fachbeirat, eine unabhängige Einrichtung zur Beratung der Länder, etwa sagt, dass sie gar nicht eingebunden waren in den Glücksspielstaatsvertrag,
dass die Prävention zu kurz kommt, dann sollte man solche Bedenken ernst nehmen. Wenn Suchtforscher der Universität Bremen sagen, mit der Öffnung des Online-Marktes werden neue Spielanreize und damit letztlich auch neue Suchtgefahren geschaffen, dann finde ich, muss man solche Argumente ernst nehmen. Was hier fehlt bei dem Glücksspielstaatsvertrag, ist auch die wissenschaftliche Begleitung und die wissenschaftliche Beratung. Die fehlt vollständig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist das an dieser Stelle alles nicht unproblematisch zu sehen, und wir werden sehen, ob Ihre Erwartungen, dass Sie damit den illegalen Markt kanalisieren, tatsächlich so eintreffen. Wir haben durchaus an der einen Stelle mehr als Zweifel. Was wir auf jeden Fall brauchen, wir wollen, dass ein Staat, der ordnungsrechtlich tätig ist, auch die entsprechenden Möglichkeiten hat, auch im Vollzug. Und die Errichtung einer Anstalt des öffentlichen Rechts zur Wahrnehmung glücksspielrechtlicher Aufgaben soll zum 1. Juli 2021 erfolgen durch das Land Sachsen-Anhalt und soll mit Wirkung vom 1. Januar 2023 ihre Arbeit aufnehmen. Das ist ein viel zu langer Zeitraum. Und das, was wir zurzeit erleben, ist, dass die Online-Wettanbieter, die Online-Anbieter ohne rechtliche Grundlage, auch das eine Vereinbarung der Länder, ohne rechtliche Grundlage agieren können und Gewinne erzielen können. Wir halten dies für falsch, selbst wenn da 16 Bundesländer mitmachen an der Stelle. Das ist ein Zustand, wo wir ohne Rechtsgrundlage etwas erlauben. Ich finde, das geht in einem Rechtsstaat nicht. Das ist aber dem Versagen von 16 Ländern geschuldet, weil man sich eben nicht geeinigt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen die Glücksspielaufsicht und der Vollzug müssen gestärkt werden. Wir müssen auch die Instrumente, etwa Payment-Blocking bei illegalen Glücksspielen, deutlich verschärfen. Weil das sind alles Einfallstore für diejenigen, die suchtgefährdet sind. Und der Markt wird zunehmen. Und deswegen ist dieser Glücksspielstaatsvertrag aus Sicht von Experten im Hinblick auf Spielsucht, auf Prävention nicht ausreichend. Nicht ausreichend. Und wir werden leider keine Gelegenheit mehr haben, das zu ändern. Weil das kennen wir, ein Staatsvertrag kann nur verändert werden, wenn alle 16 zustimmen. Das wird von den Abläufen her nicht funktionieren. Herr Abgeordneter Rudolph, Sie müssen zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, und deswegen, meine Damen und Herren, gehen wir in die Anhörung. Aber ich bin leider nicht so optimistisch, dass wir viel verändern werden. Ich bin sehr sicher, dieser Glücksspielstaatsvertrag muss dann möglichst schnell evaluiert werden. Und er braucht Veränderungen im Sinne des Spielerschutzes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rudolph. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Frömmrich für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja schon von den Vorrednern gesagt worden, wir beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema Glücksspielstaatsverträge, kohärente Regelungen im Bereich des Glücksspiels. Und ich glaube, Staatssekretär Heck hat es gesagt, ich glaube, wir bewegen uns langsam, aber sicher mit großen Schritten auf das zu, was wir hier vom Bundesland Hessen immer als Maßgabe und als Prämisse für diesen Bereich herausgegeben haben. Ich glaube, dass das, was wir 2015 als Leitlinien vorgelegt haben, ja jetzt in vielen Punkten, sage ich mal, in dem Staatsvertrag umgesetzt wird. Ich will ein paar Punkte aufzählen. Die Regulierung im Bereich Casino- und Pokerspiele im Internet, die Aufhebung der Zahl der zu vergebenen Sportwettenkonzessionen, das ist schon im letzten Staatsvertrag ja schon vollzogen worden, der ja nur 2 Jahre gegolten hat, die Internet-Höchstgrenze von 1.000, die Spielgrenze von 1.000 Euro, das Glücksspielkollegium, was eingerichtet werden soll, und auch die bundesweite zentrale Sperrdatei sind, glaube ich, Dinge, die wir hier auf den richtigen Weg gebracht haben. Von daher ist natürlich, kann man natürlich hier auch Kritik üben. Der Kollege Rudolph hat es gesagt. Aber ich glaube, dass wir mit diesem Staatsvertrag, der hier vorgelegt worden ist, auf dem richtigen Weg sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass die Regulierung des Marktes unbedingt notwendig ist. Nur so können wir den illegalen Spielbetrieb einem Riegel vorschieben und dem illegalen Anbietern das Wasser abgraben.
Und das ist ja eines der Probleme gewesen. Kollege Rudolph hat es angesprochen. Wenn wir keine vernünftige Regulierung haben, können wir auch diesen illegalen Spielbetrieb keinen Riegel vorschieben. Und deswegen ist es auch ein Ziel dieser Regulierungen, die in diesem Staatsvertrag drinstehen, dass wir dann auch ganz konsequent gegen den illegalen Spielmarkt vorgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nochmal, wir sagen Regulierung des Marktes und nicht, der Kollege Rudolph spricht das hier immer so aus, Liberalisierung des Marktes. Was ist der Unterschied? Regulierung sagt klare Regeln, nach denen Spiel stattfinden kann. Liberalisierung sagt, wir überlassen das Ganze mal dem Markt und der wird es schon regeln. Das wollen wir als Grüne ausdrücklich nicht. Wir wollen eine Regulierung dieses Marktes. Nur wer den Regeln folgt, darf an diesem Markt teilnehmen. Das ist, glaube ich, die Prämisse und das wird auch in diesem Staatsvertrag hinterlegt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich. Und das kann man ja nicht verleugnen, gibt es auch Kritik, gerade von denen, die sich um Menschen kümmern, die mit Spielsucht zu tun haben, die Menschen betreuen, die der Spielsucht anheimgefallen sind. Natürlich wird die Frage gestellt, warum man einen Spielbetrieb zulässt, der dazu führen kann, dass Menschen süchtig danach werden, dass Menschen ihr Leben nicht mehr in den Griff bekommen, dass zum Teil Familien zerstört werden, weil das Monatseinkommen verspielt wird. Natürlich kann man und muss man diese Fragen stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber genau deswegen brauchen wir klare Regulierungen, um Schutzmechanismen zu haben. Deswegen brauchen wir einen regulierten Markt. Und deswegen ist es richtig, was hier als Staatsvertrag vorgelegt worden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, denn Online-Poker, Online-Casino findet statt, obwohl sie nach geltendem Recht verboten sind. Da wird sogar für geworben im Internet, im Fernsehen. Glücksspiel findet also statt. Da muss man, wie gesagt, nur ins Internet schauen. Da tauchen massenweise Angebote auf, in der Mehrzahl illegale Angebote. Diejenigen, die spielen wollen, finden also einen Weg ohne Jugendschutz, ohne Spielerschutz, ohne klare Regeln, ohne Sperrdatei ihrem Glücksspiel nachzugehen. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass wir da klare Regeln brauchen, einen regulierten Markt. Und der Glücksspielmarkt ist ein Milliardengeschäft, Kolleginnen und Kollegen. 27,3 Milliarden Euro Spieleinsätze allein in diesem Bereich. Wir haben einen illegalen Glücksspielmarkt von mehreren Milliarden und die illegalen Angebote wachsen seit vielen Jahren sehr schnell. Es gibt also ein Bedürfnis auf der einen Seite nach Spiel. Wir wollen mit einer Regulierung dafür Sorge tragen, dass diesem Spiel nach festen Regeln erfolgt, dass der Staat festlegt, nach welchen Regeln das geschieht. Wer diese Regeln nicht einhält, kann an diesem Markt auch nicht teilnehmen. Das sieht dieser Glücksspielstaatsvertrag vor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im jetzigen Markt kein Spielerschutz, im jetzigen Markt kein Jugendschutz, im jetzigen Markt kein Sperrsystem. Es gibt keine Aufsicht, die die Einhaltung der Regeln kontrolliert. Die Anbieter sitzen zum Großteil im Ausland, zahlen keine Steuern und Abgaben im Gegensatz zu den Angeboten, die hier von Toto- und Lotto-Gesellschaften gemacht werden. Und ein Blick in die Rechenschaftsberichte von Toto Lotto zeigen doch, welche Umsätze hier gemacht werden. Und gerade Toto Lotto ist ein Unternehmen, das viel für Vereine und Verbände zur Verfügung stellt. Ich sage mal, der Landessportbund profitiert mit 20 Millionen von den Einnahmen. Die Liga Freier Wohlfahrtsverbände profitiert von Einnahmen. Der Hessische Jugendring, die außerschulische Jugendarbeit, der Ring politischer Jugend, das wird alles aus den Dingen bezahlt, die Toto Lotto zur Verfügung stellt. All die Einnahmen aus dem Bereich des illegalen Marktes finden ohne diese Abgaben und ohne Steuern und Abgaben statt. Und deswegen brauchen wir eine Regulierung an dem Markt, um auch diese Mittel den Vereinen und Verbänden zur Verfügung stellen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach Verabschiedung des Staatsvertrags müssen wir auch das Hessische Glücksspielgesetz ändern. Dann wollen wir die Zusage, die wir vor zwei Jahren gemacht haben, den Destinatären zusätzliche 10% an Mitteln zur Verfügung zu stellen, umsetzen. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen an diejenigen, die sich für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einsetzen, dass wir dann auch sagen, dann setzen wir auch diesen zweiten Schritt der Erhöhung für die Destinatäre um, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zusammenfassend, regulieren,
nicht liberalisieren. Regeln, unter denen das Spiel stattfindet, bestimmen dann die Bundesländer. Spielerschutz, Jugendschutz, Sperrsysteme, Kontrolle des Spielsystems, gemeinsame Glücksspielaufsicht, illegale Anbieter sollen dann mit allen Mitteln des Rechtsstaates konsequent bekämpft werden. Und deswegen ist dieser Staatsvertrag ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass die 16 Bundesländer hier eine gute, gangbare Regelung gefunden haben. Viele Dinge, die wir hier im Hessischen Landtag und auch in der Koalition als Regeln aufgestellt haben, werden hier umgesetzt. Deswegen kann man dafür werben, diesem Staatsvertrag die Zustimmung zu geben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Frömmrich. Für die Freien Demokraten hat der Abg. Müller aus Heidenroth das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem jetzt Sozialdemokraten und Grüne von Liberalisierung gesprochen haben, will ich vielleicht doch mal einführen, kurz erläutern, was man darunter verstehen muss. Weil Liberalismus heißt nicht die Abwesenheit von Regeln. Das ist ein Missverständnis, Herr Frömmrich, wenn Sie eben gesagt haben, wenn es Liberalisierung wäre, dann würde es keine Regeln geben. Das ist Anarchismus. Das ist etwas ganz anderes, und deswegen würde ich das nicht in einen Hut werfen. In der Tat, Liberalisierung heißt die Abwesenheit unnützer Regeln und es möglichst einfach zu gestalten. Dass das hier der SPD nicht ausreicht, was in dem Gesetzentwurf drinsteht, das kann ich nachvollziehen. Aber das ist nicht in unserem Interesse. Ich will, nachdem ich diese Ausführungen zumindest einmal in grober Art und Weise ein wenig klargestellt habe, aber zum eigentlichen Gesetzentwurf kommen. Es ist richtig, dass wir eine Regulierung brauchen, weil die Abwesenheit von Regeln kann nicht funktionieren. Ein illegaler Markt ist ein nicht akzeptabler Markt, und deswegen müssen wir auch hier diesen Schritt machen. Es ist auch schön, dass es endlich gelungen ist, hier eine Regelung zu finden, weil der illegale Markt nicht nur einen Verlust an Kontrolle in Sachen Spielerschutz und anderem bedeutet, der bedeutet auch einen erheblichen Verlust an Steuereinnahmen. Muss man auch ganz klar auf den Punkt bringen. Nur wenn wir das kontrollieren und wenn wir ordentliche Konzessionen erteilen, können wir dann auch als Staat die entsprechenden Einnahmen erzielen. Und die Milliardenbeträge, die hier genannt worden sind, sind schon erheblich, und deswegen muss man auch hier eine entsprechende Regelung schaffen. Wie man diese Regelung allerdings geschaffen hat, da gibt es auch einige Kritikpunkte. Denn es ist eben aus meiner Sicht schon immer noch relativ viel reguliert. Insofern von einer echten Liberalisierung zu reden, kann man an der Stelle nicht tun. Nicht der freie Markt. Wir wollen schon den Spielerschutz. Und es gibt die Sperrdatei, und die soll auch beim Online-Spiel eingesetzt werden. Aber ob es richtig ist, eine 1.000-Euro-Limit zu verhängen, dass der Staat entscheidet, wie viel Geld ein Bürger, eine Bürgerin für seinen Freizeitbeschäftigten ausgeben darf, das ist schon ganz schön heftig. Ja, das ist nichts anderes. Es ist ein heftiger Eingriff in ein Freiheitsrecht. Wenn jemand sich entscheidet, in einer Woche, weil er Geld verdient hat, weil er was weiß ich, was im Lotto gewonnen hat, jetzt Glücksspiel zu machen und sich damit seine Zeit zu vertreiben, dann entscheidet der Staat für ihn, dass er das nicht darf. Und meine Damen und Herren, wir haben die Sperrdatei. Wir brauchen Spielerschutz, wir brauchen Kontrolle. Das ist in Ordnung. Aber mit einem solchen strikten, starren Verbot, einem solchen Limit zu agieren, ist aus unserer Sicht der falsche Ansatz, meine Damen und Herren. Deswegen komme ich zum zweiten Punkt, der auch bedenklich ist, und da geht es ums Thema Datenschutz. Wenn Sie mal feststellen und sich veranschaulichen, welche Menge an Daten hier erhoben wird, es wird künftig ja nicht nur die Sperrdatei geben, die wir ausdrücklich unterstützen, mittragen, die im Zweifel auch noch perfektioniert werden muss, aber es geht auch um eine Limit-Datei. Das heißt, jeder, der auch nur für 5 Euro an einem Bundesliga-Nachmittag eine Sportwette abgeben muss, muss sich in diese Limit-Datei eintragen und alle seine Daten erfassen. Und die werden dann auch dauerhaft dort erfasst und kontrolliert. Und das ist nicht alles. Es gibt auch noch eine Aktivitätsdatei, in der jede einzelne Summe, die dort im Online-Sportwettenbereich, Online-Wettenbereich absolviert wird, eingetragen wird. Und das wird auch untereinander abgeglichen. Das heißt, es ist tatsächlich am Ende so, dass jedes einzelne Spiel datenschutzrechtlich festgehalten wird, ausgewertet wird und geschaut wird, ob hier irgendwann eine mögliche Spielerschutzgefährdung vorliegt. Und diese Überwachung,
dieser gläserne Bürger an der Stelle, dass er wirklich voll erfasst durch den Staat, kontrolliert durch den Staat, seiner Freizeitbeschäftigung nachgehen muss, das ist schon etwas Besonderes. Und das hat auch der Thüringer Datenschutzbeauftragte schon sehr klar formuliert. Wir sind ja nicht das erste Land, das sich mit diesem Thema beschäftigt und auch erhebliche Kritik dran geübt. Und ich warne auch vor einem, wenn eine solche Datei mal gehackt wird und die Daten der Menschen, die sich im Online-Spiel ihre Freizeit vertrieben haben, an die Öffentlichkeit geraten, dann bin ich gespannt. Wenn rauskommen würde, dass ich am letzten Samstag als Bayern-Fan auf den BVB gesetzt habe, dann kann man das noch als humorvollen Spaß betrachten. Aber wenn rauskommt, dass ein Mitarbeiter an der Stelle gespielt hat oder wo auch immer wie viel Geld ausgegeben hat und der Arbeitgeber dann sagt, das will ich aber nicht und aus anderen Gründen ihn dann entlässt, wo aber eigentlich Spielverhalten hintersteht, das sind Dinge, meine Damen und Herren, wo wir noch einmal genau schauen müssen, ob hier wirklich ausreichend auch auf den Datenschutz geachtet ist und wie intensiv diese Daten dann auch gesichert und geschützt werden. Denn das ist schon eine nicht unwesentliche Beeinträchtigung und auch eine erhebliche Gefahr. Wir haben halt in der Tat an der Stelle den gläsernen Bürger geschaffen. Und was ist die Folge des Ganzen? Diese genannten Probleme, und das prophezei ich, und das kam auch in den Redebeiträgen sowohl des Staatssekretärs, aber auch von Ihnen, Herr Frömmrich, ein Stück weit durch, werden dazu führen, dass weiter ein illegaler Markt bestehen wird. Weil viele Menschen nicht bereit sein werden, sich mit dieser Bürokratie, dieser Datenerhebung und dieser Überwachung auszusetzen. Und die werden weiterhin auch im illegalen Bereich ihr Glücksspiel suchen. Und das sind genau die, die wir eigentlich erreichen wollen. Und das ist unsere Kritik, dass wir über die Detailregelungen, die hier drinstehen, über die erheblichen Einschränkungen, die drinstehen, ich weiß, es ist ein Kompromiss von 16 Bundesländern. Das ist nicht ganz einfach herbeizuführen und das kommt dann eben auch bei raus. Aber deswegen ist jedenfalls jeglicher Lobgesang und jegliche Lobpreisung an diesen Staatsvertrag nicht angebracht. Es geht in die richtige Richtung, wir kriegen eine Regulierung. Aber ich befürchte, dass wir an vielen Stellen weiterhin illegales Glücksspiel haben werden und wir das auch mit den Regelungen, die hier drinstehen, fördern werden. Und deswegen, Herr Günther Rudolph, bin ich voll einverstanden. Wir brauchen eine Evaluierung und wir werden es uns anschauen müssen, ob wir nicht mit den Regelungen, die hier drin sind, immer noch zu sehr den illegalen Markt stärken. Und das wollen wir verhindern. Da haben wir ein großes Interesse dran, eine Regulierung und eine Liberalisierung, damit wir endlich Regeln haben. Ja, aber dieses Ziel wird eben nicht erreicht. Wir sind uns in Kritikpunkten, sind wir uns da an der Stelle völlig einig. Dieses Ziel wird nicht erreicht. Das teilen wir, das Ziel. Aber die Lösungsansätze finden wir hier an verschiedenen Stellen erheblich kritikwürdig. Wir werden die Anhörung abwarten, aber ich glaube, dass dort auch erhebliche Kritik geäußert werden wird. Wir werden dem jedenfalls so nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schaus für die Fraktion Die Linke zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende Glücksspielstaatsvertrag 2021 soll das heillose Durcheinander, welches in den letzten Jahren entstanden ist, nun neu sortieren. Wohlgemerkt, ich spreche von sortieren und nicht von beseitigen. Und ich glaube, das ist auch die Kernaussage. Ein Durcheinander, das insbesondere durch das verstärkte Aufkommen von Online-Glücksspielen und Wetten durch private, oft im Ausland sitzende Unternehmen entstanden ist. Denn betrachtet man die gegenwärtige Situation der staatlichen Verbote und Erlaubnisse zum Thema Glücksspiel, dann kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Es waren aber auch die Privatisierungswegbereiter in der EU, die das vormals ausschließlich staatliche Lotterie- und Glücksspielwesen in Deutschland unter Druck gesetzt haben. Und es waren Bundesländer wie Schleswig-Holstein, da gucke ich mal die FDP verschärft an dieser Stelle, ja, vor Jahren, die an ihrer längst überholten neokonservativen Deregulierungspolitik lange festgehalten haben. Ja, und das teilweise ja heute noch tun. Um es klar zu sagen, uns als Linke wäre ein Betreiben von Glücksspielen ausschließlich in öffentlicher Hand am liebsten, weil dadurch die Gewinne ausschließlich dem Allgemeinwohl zur Verfügung gestellt werden könnten und eine direkte Kontrolle möglich wäre.
Dem steht aber leider das Wettbewerbsrecht innerhalb der EU gegenüber. Im vorliegenden Glücksspielstaatsvertrag sollen nun gleichzeitig der Spielerschutz verbessert und der entstandene Schwarzmarkt eingedämmt werden. Beide Ziele sind wichtig und richtig. Was den Spielerschutz, besser gesagt den Schutz der meist männlichen Spieler vor sich selbst angeht, so finde ich im vorliegenden Staatsvertrag durchaus beachtliche Verbesserungen gegenüber dem jetzigen Zustand. Um aus dem gegenwärtigen Dilemma herauszukommen, müssen Lösungen, die sich am Gemeinwohl orientieren, aber gefunden werden und die Spielsucht bekämpfen, konsequent angegangen werden. Wenn man die Spielsuchtstatistiken der letzten Jahre liest, dann wird schnell klar, dass der weit überwiegende Teil der pathologischen Spieler ihre Spielsucht in Glücksspielautomaten auslebt. Diese Automaten sind nun erstmals im Staatsvertrag mit einbezogen. Die Ausweitung eines spielformübergreifenden Sperrsystems unter Einbeziehung von Glücksspielautomaten in Gaststätten ist hierbei auch ein wichtiger Schritt. Wie das technisch geht, das kann ich mir zwar noch nicht vorstellen, aber ich denke, dass es da sicherlich Lösungen gibt, wenn das drinsteht. Eine weitere Verbesserung, und das ist ja jetzt mehrmals angesprochen worden, stellt zudem das Höchstlimit von 1.000 Euro pro Monat bei allen Glücksspielanbietern im Internet dar. Und nur darauf bezieht sich das im Übrigen. Das muss man an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Also es geht nicht um Automatenspiel, es geht auch nicht um Spielcasinos und so weiter. Ja, ich stimme dem Kollegen Rudolph zu, das ist viel Geld. FDP sagt eher, das ist wenig, das ist so der Unterschied. Ja, aber unterschiedlichen Blick drauf. Also, aber es ist sozusagen eine Grenze eingezogen und darüber kann man streiten, aber das halte ich für einen wirklich sehr wichtigen und zentralen Punkt bei sozusagen der Spielsuchtbekämpfung. Und insofern ist der vorliegende Staatsvertrag deshalb auch ein Schutz vor dem Selbstruin von Spielern, die im Regelfall ihre ganzen Familien dann mitreißen und in den finanziellen Abgrund ziehen. Zu den bestehenden Inkonsequenzen, die Bemerkung möchte ich mir bei dieser Stelle nicht ersparen, gehört aber auch weiterhin, dass das Wetten auf zukünftige Ereignisse, soweit es sich auf die Entwicklung der Börsenkurse bezieht, durch keinen Staatsvertrag und durch kein Gesetz erfasst wurde. Dabei findet dieses tagtäglich durch sogenannte Derivate statt. Dass in diesem Bereich die abgeschlossenen Wetten auf zukünftige Kurse sogar volkswirtschaftlich zu erheblichen Instabilitäten führen, wurde in der Finanzkrise 2009 und 2010 allen hinlänglich deutlich. Aber zurück zum Staatsvertrag. Mit dem Staatsvertrag soll auch eine Stärkung des Lotteriemonopols verfolgt werden. Dies soll durch die Regulierung des Online-Casino-Spiels und durch die Aufteilung in Online-Casino-Spielen durch die staatlich konzessionierten Monopolisten und der Automatenspiele durch eine unbegrenzte Zahl von privaten Erlaubnisinhabern erfolgen. Ob dies gelingt und die vielen Milliarden an Spielgeldern dadurch tatsächlich in die richtigen Bahnen gelenkt werden können, bleibt offen. Das werden wir auch erst in einigen Jahren dann sehen und beurteilen können. Wir als Linke werben weiterhin für die Stärkung des geltenden Monopols für die staatlichen Toto- und Lottogesellschaften. Dies wäre wichtig, weil zahlreiche soziale Projekte, auch das ist angesprochen worden, und zum Beispiel auch der Breitensport aus Lottomitteln gefördert werden. Die unbegrenzte Zulassung privater Konkurrenz wird aber den Lottoumsatz noch weiter verringern und nicht steigern und damit auch die Anteile für die vielen sozialen Einrichtungen. Dem muss man sich da auch klar werden. Und daran können wir kein Interesse haben. Der vorliegende Staatsvertrag, der nunmehr wieder alle 16 Bundesländer umfasst und hoffentlich
auch von allen Landesparlamenten beschlossen werden wird, ist ein Kompromiss aus sehr unterschiedlichen Interessen. Das ist wohl wahr. Es ist zu hoffen, dass durch die erstmalige Schaffung einer zentralen Glücksspielbehörde der Länder, die ab 2023 ihre Arbeit aufnehmen soll, auch eine Einheitlichkeit im Glücksspielwesen in ganz Deutschland entsteht. Warten wir es also ab. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schaus. Wir sind damit am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-3989 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss.